Wir hatten ja in unserem Programm einen Text geschrieben, der war so ein bisschen fiktiv. Und ich will den jetzt mal vorlesen, so wie es geworden ist. Wir hatten uns alle lange nicht gesehen. Oder wir hatten uns noch nie gesehen. Aber an diesem Wochenende haben wir uns kennengelernt. Dem Kosmos sei Danke, dass das geklappt hat. Wir sind achtsam miteinander umgegangen, haben uns gesehen und haben im Hier und Jetzt die magischen Momente, die der Herzberg jedes Mal für uns bereithält, genossen. Das Herzberg-Festival hat uns viele schöne Räume gegeben für Begegnung, für Liebe. Und wer Pläne gemacht hatte, ist von seinem Weg abgekommen und hat neue Entdeckungen gemacht. Wir waren bereit zu teilen und wurden reich beschenkt. Vor vielen Jahren war mal unser Motto in the land of milk and honey. Das sind wir immer noch. Jeder von euch hat auf seine einzigartige Weise dazu beigetragen, die Welt und das Leben zu lieben. Wir haben an diesem Wochenende unsere Energiespeicher aufgeladen und neue Utopien erfunden, die wir in den nächsten Monaten und Jahren brauchen werden. Wenn ihr glaubt, dass uns das gelungen ist, dann nehmt einfach mal eure Hände in die Luft und guckt eure Nachbarn an, ob sie das auch wirklich ernst meinen. Yes. Und wir wollen uns bei allen bedanken, die zum Gelingen dieses Festes wieder beigetragen haben. Dazu, man kann das nicht aufzählen, aber ihr wisst, was ich damit meine. Dazu gehört jede Kleinigkeit, die dieses Fest zu einem Erfolg gemacht hat. Wir haben Wünsche an euch. Wir wünschen uns von euch, dass ihr uns eine Rückmeldung gebt, was euch gut gefallen hat, was euch nicht gut gefallen hat und ob ihr Verbesserungsvorschläge für das nächste Jahr habt. Das ist für uns total wichtig. Auch kritische Anmerkungen sind für uns wichtig. Das nächste Festival, so wie wir es geplant haben, findet am 27.07.2023 statt. Und der Vorverkauf startet am 2. Oktober, wie immer im Putzkreuz, wahrscheinlich mit einer Party von DJ Electric. Ich will euch noch einen Hinweis geben für morgen. Fahrt bitte achtsam nach Hause und achtet auf die Kontrollen, denn sie werden da sein. Also jeder weiß ziemlich sicher, ob er noch fahren darf morgen oder nicht. Guckt einfach ein bisschen. Was bleibt? Love and peace, all together now und wie schon hier unten mehrmals skandiert, der Berg lebt! Und ich habe noch eine Frage, ist noch offen geblieben. Die könnt ihr auch mit Handzeichen beantworten. Das ist auch ein Wunsch, den wir an euch haben. Wer will nächstes Jahr wiederkommen? Ja? Super. Also, bis bald.